Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nick Frei zockt Landwirtschaftssimulator 2013. Ja, die Saat ist beendet, die Einsaat, und die Felder hier, die sollten jetzt normalerweise wachsen. Zeitbeschleunigung haben wir eingestellt auf 120-fach. Ah, okay. Ihr seht, tschabum, erste Stufe. Ja, Zeitbeschleunigung haben wir eingestellt auf 120-fach, damit es hier mal vorangeht. Und, Wachstum der Pflanze ist auf schnell gestellt. So, das wollte ich noch sagen. Und als nächstes wollte ich mal gucken, was hier drüben die Felder kosten. Ja, da kräht der Hahn. Das einzige Geflügel, was wir besitzen, ist der Hahn. Und ein Hahn legt ja bekanntlich keine Eier. So. Bau ist das Ding hier groß. Das ist bestimmt teuer. Jo, 111.000 Euro. Nee, das können wir uns nicht leisten. Das ist ein bisschen heftig. Das ist ein bisschen viel. So, dann haben wir hier noch eine Fläche. Gerade mal gucken, was die kostet. 57.000 Euro, okay, das wäre noch eine Option. Da. 33.700 Euro für 0,75 Hektar, das hört sich gut an. Ah, und Raps gibt eine erhöhte Nachfrage, okay. Gerade mal die Zeitbeschleunigung runtersetzen. Denn wenn wir da eine erhöhte Nachfrage haben für die nächsten 24 Stunden, 1800 kriegen wir dafür. Das 1,7-fache vom Normalpreis. Sollten wir mal gucken, was unsere Felder machen, würde ich sagen. Oh, was ist das hier? Ist das eine Schneekanone? Oder ein Häcksler? Ich habe keine Ahnung. Ui, hätten wir beinahe umgeworfen. Umgeschmeißt. So, was machen denn hier unten die Felder? Okay, die sind noch nicht so weit. Und die müssen wir noch abernten. Das wird problematisch. Ich glaube nicht, dass wir da die Zeit einhalten können, die sie uns vorgegeben haben. Hat er da was anderes gepflanzt oder ist das nur schon eine Stufe weiter? Ist nur eine Stufe weiter. Okay, jetzt springt auch der Rest um. Ah, okay, jetzt springt das da vorne schon um. Das heißt, das ist schon bald erntereif. Ich düse mal zu einem Geldautomaten, nehme mal einen Kredit auf, kaufen wir uns noch ein Feld. Dann können die das da schon mal bestellen und da kriegen wir immer schön Action, wenn wir alle Felder haben. Die wir uns so leisten können, wenn wir da immer schön ausbauen. Das heißt, wir verdienen ja dann noch mit der Ernte immer mehr und so weiter. Und es ist eigentlich eine urpraktische Angelegenheit. Was war denn das jetzt? Unglaublich. Ja, diese Frontgewichte, die sind nicht so einfach zu handeln. Also da muss man aufpassen. Normalerweise dürfte ich mit dem Frontgewicht nicht rumfahren, wenn ich hinten nichts dran habe, was ein Gegengewicht ist, weil das wirft einem schnell mal um. So.
Lein, 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 Lein. Wir nehmen alles auf. Haben wir 100 und 3000. Okay. Wir fangen dennoch klein an. Wenn man sich überlegt, so ein Bienenhaus bringt, ich glaube, 30 Euro pro Stunde. Ich glaube, so ein Acker bringt uns mehr, oder? Das Problem ist halt bei so einem Acker, es darf dann auf keinen Fall regnen. Sonst geht uns unser Kram auf dem Acker kaputt. So, ich glaube, wenn wir jetzt Feld 19 und Feld 18 kaufen würden. Ich glaube, da könnten wir gut was mit anfangen. Ich bin gerade mal am Schauen hier. Ist noch im Wachstum, ist noch nicht grün. Gut, weiterspielen. Geht nicht. Muss ich aussteigen? Okay. Ach, super. So, kaufen. Das haben wir schon mal. Wir müssen erweitern, ganz dringend erweitern, dass wir viel mehr Geldeinnahmen haben. Siebenundfünfzigtausend kaufen. So, haben wir noch 13.000, sollte passen. Oh, komm, gib Stoff hier. Jetzt fahren wir gleich mal den kleinen Traktor rüber, der sollte am Anfang zu sehen. Oh, ich glaube, ich habe genau eine Mauer übersehen. Wow, voll der Stunt. Wie schaut es denn hier drüben aus? Alles gelb. Ja, das macht gleich einen Sprung. Da ist schon eine Reihe. Uah, eine Reihe. Uiuiuiui, könnten wir schon ernten. Ja, ich bin zu flott unterwegs heute. Ich bin in Panik gerade eben. So, ich mach mal die Zeitbeschleunigung runter. So. Jetzt müssen wir erstmal gucken hier, was wir da haben. Also, das Ding hier. Müssen wir erstmal rüber zum Feld fahren. Ja. Langsames Fahrzeug. Müssen wir Leuchte anmachen, dass uns keiner reinfährt. Ich würde sagen, wir fangen auch da drüben an. Weil da haben wir ja zuerst ausgesät. Sonst erst, was wir abernten, sollte auch hier der Bereich sein. Könnten wir jetzt sogar schon einen Helfer einstellen, der das hier schon wegmäht, aber macht keinen Sinn. So, dann sollten wir mit dem hier schon mal einen Grubber bereithalten. Den Pflug, den könnten wir eigentlich auch verkaufen, aber den lasse ich jetzt noch mal. Na? So, dann fahren wir den mal darüber. Ablehnen.
blöden Palettenaufträge da. So, den parken wir mal hier. Und den hier, den müssen wir jetzt rüberfahren zu den zwei Feldern, die wir gekauft haben. Tja, viel zu tun, aber ja, ich weiß gar nicht im Moment, was ich euch erzählen soll, außer das, was wir gerade vorhaben. Jetzt haben wir einen Kredit voll ausgeschöpft, haben noch 13.000. Vielleicht hätte ich doch ein Bienenhaus kaufen sollen. Nee, Quatsch. Nee, Bienenhaus macht schon Sinn. Also der Tipp, den ich da bekommen habe, der ist nicht irgendwie unsinnig oder so. Der macht voll Sinn, aber, und jetzt kommt das Aber, wir wollen ja hier nicht Imker spielen, sondern Landwirtschaftssimulator 2013. Und deshalb will ich Felder kaufen und will auf den Feldern Sachen anbauen und will von der Ernte meinen Unterhalt bestreiten. Ist auch der Grund, warum ich noch keine Hühner oder Rinder oder Schafe gekauft habe. Nicht nur, dass ich da nichts hätte, um die zu füttern, sondern es geht mir auch im Prinzip ein bisschen darum zu sagen, okay, wir sind Getreidebauer. Na, wir machen erstmal hier nur in Getreidesorten. Eventuell können wir später mal gucken, dass wir vielleicht noch in Kartoffeln oder Zuckerrüben machen. Oder Mais anbauen. Vielleicht können wir dann auch mal Mais-Silage machen. Und wenn wir dann so Sachen dann später mal machen können, so Mais-Silage und Gras abernten und aufsammeln. Vor allem das Aufsammeln ist ja wichtig. Das Mähen könnten wir ja schon. So, wunderbar. Der sieht jetzt hier Raps. So, gerade mal gucken. Der kann sich schon mal drüben den Hänger schnappen. Ja, was mich am meisten annervt, ist, dass wir diesen blöden Frontlader da gekauft haben und ich hätte gern einen größeren Hänger gehabt, sag ich ganz ehrlich. Also einen Anhänger. Hat mich ja auch jemand darauf hingewiesen, ich soll nicht Hänger sagen, das wäre ein Anhänger. Ja. Da wurde mir noch dazu geschrieben, dass ich einen Hänger in der Hose hätte. Also weil ich in der Hose habe, das geht glaube ich keinem was an, ne? Das könnten wir dann ruhig mal rauslassen aus so einem Kommentar. So, dann kann der hier mal anfangen, das Ganze hier abzuernten. Na, schaff dich vor. Helferlein einstellen. Jetzt bin ich echt am Überlegen, sollen wir da jetzt nebenher fahren? Könnten wir machen, da nebenher fahren. Oder sollen wir hingehen und sollen uns mit der Düngemaschine auf den neuen Feldern vergnügen da unten? Die könnten wir ja schon düngen rein, theoretisch. Also der hat jetzt schon 345... Kilo Raps in seinem Tank, Bunker oder wie das Ding da auch immer heißt, was der da drin hat. Und guckt mal, wie schnell das steigt, weil ich da gedüngt habe. Wisst ihr noch beim ersten Mal, wo wir über die Felder gefahren sind, da ist ewig gebraucht, um hochzugehen. Kommt nur durch die Düngung. Ist echt unglaublich, was so eine Düngung von so einem Feld ausmacht. Das heißt, es gibt richtig fetten Ertrag hier. Ja, genau das. So, wir fahren hier mal ein bisschen einen Weg, dass er nicht weiterfahren kann. Dass er hier, wo ist denn die Kamera, wo kein Baum ist, dass der hier schön ausladen kann. Also ich
Bin mir nicht sicher, aber wir sollten da unten, wo das andere Zeug wächst, auch düngen. Auf jeden Fall, damit wir richtig fette Erträge rauskriegen aus den Feldern. Damit sich das Ganze rechnet. Wir haben da ja noch einen Traktor stehen hier oben. Da können wir einen Anhänger notfalls hier auch dranhängen. Komm her. So, den machen wir nochmal richtig schön voll jetzt. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal darüber. Das können wir leider nicht automatisieren, das Düngen. Das müssen wir selbst machen. Ja, so ein paar Sachen muss man hier dann halt doch immer wieder selbst machen. Finde ich eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, auch gar nicht mal so schlecht. Weil wenn wir jetzt alles automatisieren könnten, könnten wir uns hier zurücklehnen. Ich hätte eigentlich gar nichts mehr zu tun. Und irgendwie würde man dann doch was verdienen, weil ja, Felder würden angebaut, Saat wird ausgebracht, gedüngt wird automatisch. Für was sind wir denn dann noch da? So, ich bin gerade am Überlegen, wie ich das mache. Ich glaube, ich fahre schräg. Also gegen die eigentliche Linie. Mann, warum lenkt er denn so ein, wie er einlenkt? Gucken, ob das ausgeht. Na, es geht sich nicht ganz aus. Ein bisschen am Rand nehmen wir nicht mit. Ja, tolle Wurst. Ah, ich glaube, das am Rand ist sogar noch normal. Boah, Schlangenlinien pur hier. Könnt gerade meinen, ich hätte was gesoffen, aber habe ich nicht. Wirklich natt. So, ich will hier ganz schnell, wenn es geht, düngen. Oh, oh, Vorsicht, wir sind auf Kollisionskurs. Ah, schaff dich. Tja, und wie ihr seht, ich habe es geschafft, hier ein paar Bahnen auszulassen. Müssen wir natürlich jetzt noch nachholen. Das ist keine Frage. Aber der Dünger ist ja auch nicht so teuer jetzt, wenn ich das mal anguckt. Und er verbraucht ja auch nicht wirklich viel hier durch, was wir hier machen. Das ist echt, echt sparsam, muss man echt so sagen. Also der Hammer. Na komm schon. Ja, und hier am Rand, seht ihr? Das wird nicht bis zum Rand braun, also wird nicht bis zum Rand gedüngt, da bleibt so ein kleiner Absatz. Das ist die Grenze vom Feld, da ist es halt so. So, dann könnten wir da drüben ja rein theoretisch auch noch, aber der hier hat einen vollen Tank. Die müssen jetzt erst helfen. So, wie rum steht er denn? Eieiei. Ja, dadurch, dass wir jetzt so viel hier auf dem Feld haben, an Ernte,
Oder so, weil wir hier gedüngt haben und so weiter. Nein, wollen wir nicht. 'Dadurch kommt hier natürlich wunderbar was zusammen, ne? Das war vorher, muss ich ganz offen dazu sagen, da hatten wir ja hier drüben auf dem Feld, wo ich jetzt drauf gucke, da drüben mit einer Fuhre, also mit einer Anhängerfuhre sozusagen, das komplette Feld weggeerntet. Und das ist hier halt noch nicht der Fall. So, jetzt müssen wir hier weitermachen. Sehr schön. Funktioniert, klappt, passt, wackelt, hat Luft. Tja, so drehen wir hier unsere Bahn. Und der Computer auch. Mit meinen automatischen Helferlein, die für mich gerade da drüben irgendwie Felder abernten. Da hinten Felder sehen. So muss das laufen, da haben wir immer was zu tun. Ja, wirklich, ist mein voller Ernst. Deshalb habe ich das gemacht, weil so muss es laufen. Haben wir immer was zu tun. So, das hier noch gerade. Und drüben vielleicht noch hin. So, dann haben wir auch schon Ingame 18 Uhr, heißt Arbeitstag ist schon wieder rum. Deshalb sage ich schon mal danke, dass ihr hier reingeklickt habt, dass ihr dabei wart. Klickt aber beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Nick frei zockt den Landwirtschaftssimulator 2013. Dann düngen wir hier kräftig weiter, dann holen wir die Ernte weiter vom Feld ein, da drüben wird weiter gesät. Und jetzt bauen wir hier mal so einen richtigen Kreislauf auf, der dann richtig Fun macht, dass wir immer was zu tun haben, dass wir Kohle verdienen. Ne? Das Wichtigste in dem Spiel, Kohle verdienen. Wie im richtigen Leben, immer Kohle verdienen. Gut, hier, Errungenschaft freigeschaltet. Mobiler Bauer, 100 Kilometer oder was sind wir schon gefahren hier im Spiel. Ja, super. Okay, nichtsdestotrotz sage ich danke, dass ihr dabei wart. Klickt nächstes Mal wieder rein, wenn es heißt Nick frei zockt Landwirtschaftssimulator 2013. Ich wünsche euch bis dahin noch viel Spaß auf YouTube, viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye, bye.